eine pure Survival-Games-Runde. Ich gehe jetzt hier in Rage-Mode. Boah, habe ich... Jetzt wird geraged hier, meine Freunde. Jetzt wird geraged. Hallihallöchen, liebe Minecraft-Freunde, willkommen zu einer Runde Survival Games. Wir werden heute mal ganz spontan, wie in alten Zeiten, einfach mal eine pure Survival Games-Runde ohne irgendwie ein Thema oder so spielen. Und es geht da auch schon bald los. So, ich kenne ehrlich gesagt die Karte nicht so wirklich. Also ich hoffe mal, dass ich hier nicht total ablosen werde, weil ich die Karte nicht kenne, aber... Ich hoffe natürlich das Beste hier für mich und da ist auch schon der Start hinter uns. So, oh, hier haben wir viel. Wir haben goldenen Apfel bekommen, Nahrung nochmal, also ein Stück Fleisch und nochmal Schuhe. Okay, das ist ja schon mal allerhand. Damit mache ich mich mal direkt hier auf die Puschen. Das sind, oh ja, die Schuhe, die sind ja richtig bequem und da scheint etwas zu sein. Anscheinend doch nicht. Nein, was war, ich habe hier gerade einen Mega-Hänger. WTF, was war da denn los? So, okay, hoch hier, hoch hier, hoch hier. Alter, was ist das für eine Karte? Oh, 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 ich sag euch, wir werden hier noch eine Truhe finden. Irgendwann finden wir auch nochmal hier was Leckeres und was Schönes und ein Schwert und so weiter. Zack, und oh, schon wieder so schön viel Rüstung. So, ich nehme mal den Brustpanzer, meine Schuhe habe ich ja eh. Schuhe für die Welt! Bald kommt ja ein neuer Kinofilm, Tribute of Panem, raus. Wenn ich mich nicht völlig täusche, habe ich so mitbekommen. Ich weiß aber auch nicht genau viel mehr darüber. Aber ich meine wirklich, es soll der Nachfolger von Tribute of Panem 1, naja, eine 1 gab es da halt hinter nicht, aber es soll der Nachfolger halt bald im Kino erscheinen. Und ich glaube, ich werde mir den Film mal anschauen. Wenn ihr Bock habt, dann werde ich darüber auch mal berichten. Könnt ihr mir gerne mal mit einem Daumen hoch zeigen. Wenn ihr wollt, dann gucke ich den meinetwegen. Also ich bin normalerweise, ich habe den ersten Teil jetzt nicht geschaut. Wie ihr auch gerade merkt, ich bin nicht so richtig fest in der Story mit drin. Aber es ist vielleicht gerade daher mal ganz interessant, so von einem Neuling sich so berichten zu lassen, wie denn der zweite Teil so ist. Also wenn ihr es wollt, mache ich das gerne mal. So, und... Natürlich habe ich immer noch keine gute Waffe. Ah, hier ist aber was. Junge, 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 wir finden hier einfach mal gar keine Waffe. Wir finden eine Truhe nach der anderen, aber keine Waffe. Warum? 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 Okay, und da vorne steht ein schönes Schiff. Oh. Oi, 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 oi. Bloß nicht sterben. Bloß nicht sterben hier. So, und runter. Jungs, ich finde hier keine Truhe. Ich finde einfach keine Truhe hier. Und mit meiner Holzaxt, damit kann man nicht viel machen. Damit kann man ja niemanden den Kopf abschlagen. Mann, 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 wir gehen mal da auf das Schiff. Piratenattacke! Ey, 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 ey. So. Na. Oh. Sag mal, das liegt nicht in meinem Minecraft. Warum hängt denn das hier manchmal so? Das muss mit der Version zusammenhängen. Okay, hoch hier. Hoch hier, so. Haben wir hier irgendetwas Schönes? Aha, oh, ein Diamantenblock. Leider kann man hier nichts abbauen. Oha, oha. Na, das sieht ja schon mal... Kann ich das hier irgendwas mit bewirken? Nee. Das sieht alles ja schon mal recht interessant aus. So. Okay, haben wir hier irgendwo eine Truhe? Ah, da vorne. Hinder! Oh, ein Steinschwert! Geil, geil. Ich glaube, ich werde heute eher in irgendeinem Team verrecken hier. Aber gut, kommt vor. Ich werde oft in privaten Nachrichten bei YouTube angeschrieben, Gommel, wie es denn so ist, ob man zu Beginn überhaupt irgendwie ein gutes Design braucht oder nicht, wenn man mit YouTube anfängt. Und das habe ich wirklich eine Meinung zu. Nein, auf keinen Fall. Meiner Meinung nach sollte man, wenn man Bock auf Videos hat und dann welche macht, am Anfang einfach mal so welche machen. Bei mir war es ja gar nicht mal anders. Ich habe damals noch offscreen, also ohne Aufnahme, überhaupt mal probiert so labern und zocken, weil ich mir gar nicht mal so sicher war, ob ich das überhaupt kann. Und natürlich wisst ihr alle, ich kann es bis heute immer noch nicht, aber ich habe einfach angefangen. und nee, also da, oh, nichts mehr drin, schade. Nee, also wirklich, ein Design am Anfang ist, finde ich, immer recht unnötig. Natürlich
es lässt den hier Kanal schöner strahlen und wenn man da wirklich sich mal drauf konzentriert, sieht der Kanal dann viel schöner aus und so. Aber im Grunde geht es ja um die Videos. Und ich meine, wenn die Videos von der Qualität her nicht ganz so toll werden oder nicht geschaut... Oh, schon wieder so ein blöder Hänger. Ja, ist klar, warum hängt denn das hier? Genau, ich gehe gleich in Rage-Mode hier. Das mache ich jetzt auch, ganz ehrlich. Was war das denn hier gerade für ein Mist? Hallo? Ich gehe jetzt hier in Rage-Mode. Boah, habe ich... Jetzt wird geraged hier, meine Freunde. Jetzt wird geraged. Was war das denn für ein Tod? Ich konnte gar nichts machen, wenn man da in der Luft hängt. Umbenennen. So, und jetzt wird hier geraged. Jetzt wird geraged. Kleiner Spaß. Muss auch mal sein. Aber ganz ehrlich, was war das denn gerade für ein Tod? So ist mein Tagesablauf eigentlich immer. Mein Tagesablauf ist sehr klein, meine Freunde. Denn ich bin ja durchgehend online. Würden die Lochis sagen, da an der Stelle, nein, aber, meine Güte, was war denn das für ein Tod? Da hängt einfach das komplette, der komplette Server, was auch immer, na, der Server kann es nicht sein, aber irgendwie Minecraft hängt an sich und, das hatte ich noch nie. Das ist nur auf dem Server eben so gewesen. Na, zum Glück ist das bei mir nicht auf dem Server so. Meine Güte, das ist unglaublich und dann stirbt man natürlich. Da braucht man auch kein Team. Gut. Deswegen spielen wir jetzt erstmal Rage Mode hier. Wie es der Name sagt, können wir, glaube ich, mal eine Partie Rage Mode gebrauchen. Aber bevor ich wieder mal wie in der letzten Hero-Folge das Thema nur anschneide und in einem anderen Video wie gestern Abend wieder zu Ende bringe, möchte ich kurz noch das Thema vollenden oder diese mir eine Antwort geben, so rum eher. Denn ich denke wirklich, wenn ihr neu seid auf YouTube oder beziehungsweise noch anfangen wollt, dann probiert doch erstmal so aus, die Videos, die ihr machen wollt später, ja, so zu produzieren. Habt ihr darauf überhaupt wirklich Bock? Liegt es euch? Natürlich ist es so, dass nicht direkt von Anfang an immer jedem alles liegt. Sowas kommt auch mit der Zeit. Man entwickelt sich ja auch. Man wird ja, sag ich mal, auch besser. Ist ja logisch. Umso mehr man, sag ich mal, macht in einem bestimmten Gebiet, umso besser wird man darin. Das ist ja ganz logisch. Also, ist klar, denke ich. Und ein Kanaldesign oder so oder ein Intro braucht man da gar nicht. Das braucht man da wirklich nicht, weil es doch darum gar nicht geht. Keiner abonniert eigentlich im Normalfall wegen einem Hintergrund oder wegen einem Intro. Gut, beim Intro, manchmal abonnieren da doch einige Leute, weil die einfach das Intro so mega, mega feiern. Gut, das kann sein, aber im Regelfall, sag ich mal, geschieht dies nicht. Und meine Empfehlung ist da wirklich, wenn ihr neu auf YouTube seid, ihr braucht keinen Grafiker. Fangt erstmal an, macht Videos, schaut, ob die ankommen. Wenn da schon mal positive Resonanz kommt, dann könnt ihr euch schon mal, und ihr Spaß dran habt, dann macht euch Gedanken ruhig rüber. Ja, ob ihr da ein Channel-Design haben wollt, wie es aussehen soll und so weiter. Aber viele machen sich halt wirklich darüber als erstes Gedanken. Das ist meiner Meinung nach Quatsch. Wollte ich nur mal loswerden, weil das wirklich oft bei mir per Nachricht reinkommt. Und ja, ich hoffe mal, ich konnte euch damit eine gute Antwort geben. So, oh, Alter, ich bin gerade, ich habe nur 30 Punkte. Jetzt aber, warte, ich gehe gleich mal in Gomme-Mode. Huch. Lol, schon wieder nur 30 Punkte, weil mich der Typ da hinten gemessert hat. Mann! Tut mir leid, dass ich hier so rumbrülle. Aber es kann doch nicht wahr sein. Ich habe 30 Punkte, WTF. Ich weiß auch gar nicht, wie ich heiße, verdammt. Test, ich heiße Kar... Oh, ich bin Letzter. Aber nicht mehr lange, nein. Nicht weglaufen, oh, ich bin... Oh, ich hasse... Das kommt davon, wenn man... Wenn das so die erste Runde Minecraft am Tag ist. Da heißt es wirklich Rage Mode. Würde ich mal meinen. Hier, Kollege, komm her. Meine Güte. So, da hinten. Ah, schade. Ich bekomme dich, yo. Und da habe ich ihn. Und ich bin, oh, wie ich aufgestiegen bin. Vierter mittlerweile. Das ist ja schon mal ein guter, eine gute Aufholjagd. Vom letzten Platz auf Platz 4. Hammer geil. Okay, ich komme. Und, nein, er läuft weg. Das war gut gemacht von ihm. Das ist, bam, Boots, Batz. Und tralala und schubtida und Trollarmee im Anmarsch. Nein! Aber, oh, ich habe gerade eben noch zwei mit in Tod gerissen. Jawohl! Wie das klingt. Ich habe zwei in Tod mitgerissen. Oh.
Alles nur Computerspiel hier. So, und nein, nein! Habe ich noch einen Punkt? Nein, ich habe keine Punkte mehr dadurch bekommen. Egal. Ich bin Vierter immer noch. Ich kann noch aufholen. Bam, jetzt aber. Komm. Ja! Nein! Da hat er mich gedemütigt. Nein! Nein! Ah, jetzt aber. Ich dich auch. Aha, da wollte er mich demütigen, aber nicht mit mir, nicht mit mir. Ganz klar ist das hier, so. Jetzt schauen wir mal hier weiter. Wo sind die Gegner? Nur noch 100 Meter. Go, go, go. So, okay, Leute. Ich finde keine Gegner mehr, die verarschen mich hier gerade. Okay. Und zack. Jawohl, einen habe ich. Nein. Die Gegner leften hier wahrscheinlich gerade schon. Nur weil die denken, oh, ich habe eh keine Chance gegen... Wie heißt ich hier nochmal? Corino, du alter Spacken. So, und zack. Na, schade. Komm schon. Nein. Da hat er mich bekommen. Gut gemacht, auf jeden Fall gut gemacht. Hoch hier, zack. Wie ich einfach mal ursprünglich hier Survival Games aufnehmen wollte und jetzt hier gelandet bin. Nur aus Rage, das passt einfach. Rage Mode aktiviert. Und plötzlich sind wir motiviert. Meine Güte, komm hier runter. Na, Kollege? Nein, nicht mehr. Das Spiel geht nicht mehr lange. Oh, ihr... Oh, war das knapp. Guck mal, der eine Spieler ist ja eben hier rausgefallen. Wäre er hier noch in Tod gefallen, hätte ich den Kill bekommen und von den Punkten her wäre ich dann Dritter geworden. Ach, richtig knapp das Ding. GG. Ja, dann sage ich aber auch an der Stelle hier, ich hoffe mal, euch hat die Folge gefallen. Das wäre es erstmal und dann haut rein und schön mit Ö. Bye.